Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Preview-Video oder in dem Fall eigentlich schon eher Review, denn der Panzer ist schon erhältlich und zwar der Primo Victoria. Das ist ein schwedischer Tier 8 mittlerer Premium-Panzer und der ein oder andere wird sich denken, hoppala, jetzt mal langsam, sowas kenne ich doch schon, das Design ist ja sehr, sehr britisch und damit habt ihr recht, denn eigentlich handelt es hierbei um einen STRV 81 und der STRV 81 ist eigentlich wieder nichts anderes als der Centurion, der von den Schweden gekauft worden ist. Und jetzt gibt es hier diesen mit dem sehr interessanten Design, da werdet sich der eine oder andere fragen, naja, so schwedisch schaut der jetzt nicht so aus. Klar, hier blau-gelb, aber das Zeichen und so. Denn das, der Primo Victoria, ist eine besondere Ausführung, nämlich eine Kooperation von Wargaming mit der Band Sabaton, die eben auch auf der Gamescom bzw. auf der Community Party auftreten werden. Und da ist es natürlich besonders schön, dass die da dabei sind. Der Panzer selber hat auch so das ein oder andere optische Schmankerl. Hinten liegen Gitarren bzw. die Koffer davon mit dem Bandnamen drin. Dann hier oben ist Primo Victoria, ist ja eins der bekanntesten Lieder von der Band und hier vorne das Design wie vom Sänger angehaucht. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten, denn die Band ist komplett am Start. Da sind alle dabei. Ganz besonders ist, wenn ihr euch das Paket kauft, es gibt drei Pakete. Eins nur mit dem Panzer, das andere mit ein paar Reserven und dann das dickste mit allem drum und dran drin. 36 Euro, 60 Euro und knapp 100 Euro sind die Preise dafür. Dann habt ihr aber bei jedem dieser Pakete diese Crew dabei. Und das Besondere ist, es ist eine Null-Skill- oder eine Null-Zero-Waffenbrüder-Crew. Eine Zero-Skill-Waffenbrüder-Crew. So ist es richtig gesagt. Und da wird sich der eine oder andere fragen, was ist denn das? Das ist nichts anderes, als dass der erste Skill Waffenbrüder schon am Start ist. Hier in dem Fall nennt sich das Ganze aber Bruderbund. Und wir sehen, die Pommesgabel ist dann da auch am Start. Und dieser Null-Skill, wie man so schön sagt, zählt aber so, als ob gar kein Skill vorhanden ist. Das heißt, ihr levelt natürlich alle anderen Skills danach deutlich schneller. Und das ist das sehr Besondere von dem Panzer. Also das heißt, ihr bekommt eine gute Crew. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, ja, was will ich denn mit einer Crew? Es gibt ja noch gar keine mittleren Schweden, beziehungsweise hört ihr beim Leo auf. Da gebe ich euch recht. Deswegen ist von dem Aspekt her das aktuell vielleicht eher was für Sammler oder Interessierte da draußen dann spannend. Aber wer weiß, vielleicht wird es irgendwann mal einen mittleren Panzer geben und dann hat man schon eine richtig starke Crew am Start. Auch die Voice-Over sind von der Crew eingesprochen, beziehungsweise von der Band. Und da, wenn zum Beispiel ein Schuss nicht durchgeht, kommt dann sowas wie Are you fucking kidding me? Oder Are you kidding me? So muss man es richtig sagen. Das fucking habe ich jetzt mal dazu gedichtet. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. So, und jetzt vergleichen wir aber mal, weil es ist ja immer so ein Thema, neuer Panzer, Premium-Panzer, der könnte ja OP sein. Da schauen wir natürlich einfach und hier in dem Fall machen wir es uns ganz einfach, denn wir nehmen seinen Kameraden, und jetzt meine ich hier nicht dabei den, sondern wir machen es leicht, wir nehmen nämlich den Centurion rein. Den Centurion 1, der ist das vergleichbare Pendant. Ich kann auch den FV drin lassen. Mir geht es aber wirklich eher um den Centurion. Denn, ich zeige euch jetzt mal was. Da ist alles dabei. Wir machen den mit Tarnung, weil der Primo Victoria, der hat ja auch immer schon eine Tarnung drauf, die nicht mehr verbesserbar ist, sage ich mal. So, ansonsten hier ist jetzt alles gleich, dass die wirklich da vergleichbar sind. Und auch hier. So, und dann schauen wir jetzt mal rein. Wir sehen erstmal alles ziemlich ähnlich. Beziehungsweise halt. Vielleicht sollte ich den natürlich auch dementsprechend auf seinen Elite-Zustand bringen, dass es auch Sinn macht. Also, wir sehen hier erstmal alles sehr ähnlich. Der Schaden ist der gleiche, der Durchschlag ist der gleiche, die Feuergeschwindigkeit ist die gleiche, die Nachladezeit ist die gleiche. Also wir vergleichen hier bitte den Centurion, weil der FV wird noch gebufft. Also von dem her ist es jetzt unfair, den da komplett reinzunehmen. Wir bleiben also beim Centurion und beim Primo Victoria. Ihr seht, Gun Depression exakt auch die gleiche. Zielerfassung, Streuung, mittlerer Schaden, alles gleich. Struktur, Panzerung. Jetzt wird sich der eine oder andere sagen, ja, aber hoppala, der Centurion 1, der hat ja einen ganz viel schlechteren Turm. Also sind wir doch wieder beim OP-Thema. Nein, denn der Centurion 1 bekommt noch den Buff, den der Primo Victoria so gesehen schon hat. Der bekommt ja einen Turmbuff und dann hat der auch den exakt gleichen Turmpanzerungswert. Ansonsten die Beweglichkeit noch ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen mehr PS. Dafür ist aber auch der ein wenig schwerer. Man sieht hier knapp 6 Tonnen.
und dementsprechend ist auch das Leistungsgewicht zwar ein bisschen besser, aber auch sehr, sehr ähnlich. Also jetzt gar nicht dramatisch viel. Was will ich damit sagen? Und die Tarnung ist beim Primo Victoria übrigens schlechter als beim Centurion. Was will ich damit sagen? Wenn ihr die britischen Panzer schon mal gespielt habt, den Centurion 1 besitzt und mit dem klarkommt, dann könnt ihr was mit dem Panzer anfangen. Wenn ihr die mal nicht gespielt habt, dann saugt euch am besten den Testserver und probiert ihn aus. Und wenn ihr mit dem Centurion 1 nicht klarkommt, dann lasst am besten die Finger davon. Außer euch hat bisher nur die mangelnde Turmpanzerung gefehlt, denn die hat der jetzt. Ansonsten, wie ich den Panzer empfehlen würde, mit dem vertikalen Stabilisator, mit dem Ansetzer und dem Lüfter, das ist so mein Setup, wie ich den spielen würde. Ja, das war's dann jetzt hier von der Garage. Jetzt habe ich ein Replay mir rausgesucht. Ich habe auch das ein oder andere Spiel schon heute selber gemacht. Ich glaube, 3 oder 4 Stunden habe ich den Panzer schon gezockt. Allerdings, ehrlicherweise, es kam kein so richtig krasses Ergebnis raus, weil ich einfach mit dem britischen Panzer mich noch ein bisschen einspielen muss. Ich sage jetzt bewusst britisch, denn es ist eigentlich nichts anderes als ein Centurion 1 und da heute mir kein Glück hold war. Aber, und das sage ich auch nochmal ganz klar, meine ehrliche Meinung, es ist kein UP-Panzer, es ist kein OP-Panzer, es ist ein Panzerpanzer. Das heißt, man kann den Panzer gut kaufen, man hat eine coole Crew, man hat mal was, eine Rarität, kann man sagen, aber den kauft ihr jetzt nicht und werdet damit jetzt der King of Dingeling sein. Das kann ich euch schon mal verraten, das ist nicht der Fall. Gut, damit jetzt aber genug der Worte und jetzt schauen wir uns ein Gameplay an. Eine Sache sei jetzt aber für dieses Gameplay dazu gesagt, natürlich habe ich mir wieder eine gute Runde rausgesucht. Ich habe jetzt nicht so eine Nulpenrunde rausgesucht mit vielleicht 1000 Damage und das war's. Das kann ich auch. Sondern ich habe euch natürlich eine Runde rausgesucht, wo es ein bisschen zur Sache geht, wo man ein bisschen was sieht, wo auch der Panzer vielleicht mal zum Tragen kommt, also wo natürlich alles dabei ist. Und klar, das sieht man einfach besser bei besseren Runden als bei schlechteren. Aber eine Sache sei eben auch erwähnt, denn wir haben hier ein Low-Tier-Gefecht. Das heißt, 10er, 9er, 8er Gefecht, also jetzt keine, oh Gott, er ist Top-Tier und er macht sich's leicht, sondern er muss sich hier schon auch anstrengen dafür. Wir haben zweimal APCR mit 230 Schaden, 226 Durchschlag bzw. 258. APCR, denkt dran, verliert über die Distanz ein wenig Durchschlag. Jetzt nicht dramatisch, aber ein wenig. Aber was natürlich total toll ist, die Fluggeschwindigkeit der Granaten ist ein Traum. Da hat man gerade gesehen, der war komplett eingezoomt, hat ihn eigentlich fast gar nicht gesehen, trotzdem einfach mal draufgehalten und die Granate kam trotzdem an. Also die Fluggeschwindigkeit ist sensationell und macht richtig, richtig Spaß mit beiden Granatenarten. So, jetzt musste er seinen Fahrer aber erstmal wieder zurücksetzen und achtet ein bisschen auch aufs Voice-Overlay. Ich versuche dann teilweise mal die Fresse zu halten, dass ihr auch mal dann hört, was denn da so gesprochen wird, wenn er beschossen wurde oder sonstiges. Dass ihr auch mal wirklich hört, wie hört sich denn das an, wenn die Band Sabaton so im Panzer sitzt. Natürlich würde mich an der Stelle bzw. am Ende des Videos dann auch nochmal eure Meinung A zu dem Panzer, B auch zum Design interessieren. Sagt ihr ja, ist nachvollziehbar oder nee, absoluter Quatsch. Ich muss sagen, der STRV 81, der macht ja Sinn bei den Schweden und die Kollaboration oder Kooperation von der Band mit Wargaming, sind wir natürlich ehrlich, das ist Business. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das historisch irgendwo korrekt ist, aber auf der anderen Seite finde ich da die Apache-Schiffe bei Weitem schlimmer, als es hier dieser Sabaton-Panzer bei World of Tanks ist. Auch da hat man, genau, da hat man auch wieder schön die Geschwindigkeit gesehen. Manche Sprüche sind eben schon bekannt, manche sind extra neu sozusagen für die Band überhaupt eingeführt worden. Und besonders schön ist eben der Bounce. Ich hoffe, da sehen wir noch einen. Weil Are You Kidding Me ist einfach viel besser als Der ging nicht durch. Spricht einem auch in dem Augenblick mehr aus der Seele, muss man sagen. Ich denke nicht, dass man diesen Panzer in ferner Zukunft noch ganz häufig so sehen wird. Natürlich, jetzt ist er neu und frisch,
aber irgendwann hat es der auch seinen Glanz dann mal verloren. Das heißt, ich denke nicht. Genau. Ich denke also nicht, dass wir da das komplett geflutet bekommen, unsere Schlachtfelder, in einem halben Jahr. Natürlich, VoiceOver ist komplett in Englisch, klar. Die sprechen jetzt nicht in allen Sprachen der Welt das Ganze ein, sondern der Panzer, selbst wenn ihr alles auf Deutsch gestellt habt, ist immer auf Englisch. Eben der Turm ist sehr stark, mit grad 10 Grad Gun Depression kann man auch damit dem wirklich arbeiten und was anfangen. Ansonsten aber, wenn ihr den als Gegner habt, einfach die Wanne. Dann habt ihr nämlich gar kein Problem. Da ist er dann der typische Centurion eben. Got him. Ja, dritter Kill. Wir sehen 6-8 für den Gegner. Und da hat man auch gesehen auf die Distanz, wie schnell die Granate ankommt. Ich bin mal bewusst gerade so ein bisschen bei den Schüssen mal ruhiger, dass ihr einfach mal das genießen könnt, was die so sagen und wie sich das anhört. Für den einen oder anderen Fan mag das durchaus sehr spannend sein. Ja, da auch da. Hat man wieder gesehen, wie unfassbar schnell das Ganze funktioniert. Da in dem Fall hat er es jetzt mit HE probiert, aber nicht mit viel Schaden gekrönt. Und da hat es die Grille dann erwischt. Da hatte sie keine Chance. Und jetzt muss er natürlich decappen. Der Antritt ist jetzt nicht allzu flink. Wenn er aber da mal in Fahrt ist, kann man schon mit dem gut manövrieren. Also nicht der allerschnellste Medium, aber durchaus passabel. So, jetzt hat er es langsam knapp, denn noch 15 Sekunden. Er hat schon Premium vorgeladen, klar. Er kriegt auch nur noch einen Schuss, wenn überhaupt, raus. Unfassbar eng das Ganze. 3, 2, 1. Und er hat es gerade noch bei 100 geschafft. Also wirklich auf das Sekündchen genau die Kette da anvisiert. Und jetzt ist er da im Vorteil, denn er hat den nächsten Schuss mit Premium auf die Wanne. Und da hat der Patriot doch nochmal ein bisschen schneller geschossen. Hätte ich nicht erwartet. Aber der HP-Pool hat dann da gereicht. Und jetzt bekommt der Spieler auch seine Props. Leon, mein new favorite player. Also da bekommt er den Ruhm, den er sich verdient hat nach dem Decap. Mit 8 Kills hat er sich auch da mittlerweile die Radley Walters verdient. Und jetzt will er natürlich sich eventuell die Arti gönnen. Der E4 sichert sich weiter hinten die Basis und da kriegt er auch den WZ auf. Also der sollte da das eigentlich schaffen. So, WZ ist schon raus. Jetzt ist die Frage, wo ist die Arti?
Da ist es schon. Erster Schuss sitzt. Artie verschießt. Und da sollte er sich jetzt den nächsten Kill schon gönnen können. Aber bevor das passiert, sagt der T-32, nee, das ist meins. Damit haben wir den Panzer gesehen. Wir haben gesehen, er kann durchaus ein bisschen was bouncen, denn der Turm ist wirklich hart. Das kann man nicht anders sagen. Die Wanne ist dafür wieder leicht durchschlagbar. Man kann Schaden machen, hat aber keinen hohen Alpha, also man vertreibt keinen. Aber alles in allem, meines Erachtens, ein vernünftig spielbarer Panzer, ohne wirklich einen OP-Ausschlag zu haben. Eure Meinung interessiert mich. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.